Ey, was fresst ihr da? Die haben Schwefel gefressen. Sie haben Frevel geschwessen. Moinsen und herzlich willkommen zurück in der Todeszone von Spaced Out DLC in Oxygen Not Included. Meine lieben Freunde, wir haben wieder große Dinge vor im neuen DLC im Early Access an der Stelle. Ja, ich habe jetzt, wo ich das Spiel heute gestartet habe, nochmal zum ersten Mal eigentlich diesen Screen bekommen, dass das ja noch Early Access ist. Das habe ich ja überhaupt nicht kommen sehen, dass das jetzt plötzlich Early Access ist, ja. Aber gut, dass das Spiel mich nochmal darauf hingewiesen hat. Nee, das war ja schon vorher klar, dass das jetzt Early Access sein würde. Und genau, wir haben etwas vor. Etwas Cooles eigentlich. Und zwar, hier muss ich noch ein bisschen was verändern. Genau, wir haben vor, wir wollen Dinge tun. Dinge tun wollen wir. Und zwar möchte ich, die Käfer, von denen ihr mir gesagt habt, dass sie nicht gefährlich sind. Im Gegenteil, die sind sogar sehr nützlich. Die möchte ich jetzt mal einfangen und möchte sie in diesen Raum einsperren und dort dann gleichzeitig die Grubfruit, die Spindly Grubfruit einpflanzen. Denn ihr habt mir ja schon erklärt, bei den Käfern ist es so, die sorgen dafür, dass die Spindly Grubfruit, dass die sich umwandelt zu einer richtigen Grubfruit. Also zu einer gefüllten quasi. Und das ist gut für unsere Ernährung. Wir haben zwar jetzt schon recht gut unsere Kalorienproduktion im Griff, aber ich finde, wir können da noch ein bisschen mehr machen. Und deswegen heben wir hier gerade diesen Raum aus. Was wir außerdem noch machen ist, und genau, was die auch noch machen, die Käfer, das ist auch ganz wichtig, die kacken diese Sucrose aus, also dieser Zucker, den wir ja hier auch schon in Gesteinsformationen haben. Und das ist ja der Raketentreibstoff, der neue. Die brauchen wir ja, um mit den Raketen, mit den neuen zu starten. Und deswegen graben wir uns gleichzeitig auch hier mit einer Leiter nach oben, immer weiter, zum Weltraum, damit wir dann oben die Raketen starten können. So, jetzt wurde mir auch noch gesagt irgendwie, dass die Nasenlosen jetzt auch Atemmasken benutzen können, wenn sie im Weltraum sind und gar nicht so sehr einen Schutzanzug brauchen. Ja, okay. Das ist natürlich ein interessanter Hinweis. Aber wie baue ich denen denn die Atemschutzmasken? Also muss ich die noch erforschen? Das ist schon mal die erste Frage. Was forschen wir eigentlich gerade? Das ist auch eine gute weitere Frage. Alles, was so einen gelben Strich hier an der Seite hat, ist ja neu. So, das heißt, das hier zum Beispiel ist ein Solid Rocket Port. Das brauchen wir wahrscheinlich eh auch noch. Was ist das hier? Payload Opener, auch das brauchen wir wahrscheinlich. Trailblazer Module, auch sowas ist vielleicht gar nicht so schlecht zu haben. Was ist das? Liquid Cargo Tank, auch das ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. Was haben wir denn hier? Das sind so viele neue Sachen. Gas Rocket Port, Gas Cargo Kanister, Carbon Dioxide Engine. Oh Gott, das ist alles anders, als wie es früher war. Das ist alles anders. Eigentlich heißt es Glucose. Ja gut, hier auf Englisch heißt es Sucrose halt, ne? Ich weiß so was, wir forschen mal hier in dem Strang. Wir haben ja gerade... Ah doch, die machen hier die Geräuschverstärker gerade. Wenn wir das durch haben, machen wir mal hier in dem Strang weiter. Und auch mal bei Glasproduktion vielleicht auch. Und Solarpanelen. Können wir Glas schon machen? Haben wir schon eine Glasmanufaktur eigentlich? Das ist eine gute Frage. Haben wir schon Glas? Können wir schon Glas machen? Nee, können wir nicht. Ups. Okay. Das wollte ich gar nicht, dass das zugeht. Egal. Was brauchen eigentlich die Spindly Grubfruits jetzt eigentlich so für Voraussetzungen? Warte mal. Die brauchen... If it's tended by a divergent critter, it will produce high quality fruits. Genau, das ist nämlich das Ding. Wenn es von einem divergenten Wesen... ja, betüdelt wird, dann sind die Früchte besser. Also die brauchen Temperatur 15 bis 50, das wäre am Start. Luftdruck, Sauerstoff, verschmutzter Sauerstoff oder Kohlendioxid und Schwefel als Dünger. Das ist alles am Start eigentlich. Wasser brauchen sie scheinbar gar nicht. Die wachsen ohne Wasser, wenn ich das jetzt richtig sehe. Geil, dann können wir die einfach einpflanzen und müssen uns keine Sorgen machen. Dann machen wir das doch gleich mal. Können wir ja hier auch gleich mit dem Acker machen.
Nice. Dann machen wir das hier noch weg, genau. Dann machen wir da auch noch welche hin. Und dann pflanzen wir erstmal da die Pflanzen. Und dann machen wir hier mal noch eine Tür rein. Ich weiß ja nicht, wie das mit den Käfern ist so. Ob die sonst irgendwie entkommen können oder so. Ist ja immer so eine Sache, ne? Wir brauchen ja dann auch Aussetzer, Tieraussetzer und sowas, ne? Und so, der ganze Luxus da. Und die Pflegeeinrichtung. Weiß ich, brauchen wir eine Pflegeeinrichtung für die Käfer? Verdammt gute Frage. Dann würde ich hier mal so eine kleine Insel bauen, wo keine Anlage ist. Wo wir dann die Pflegeeinrichtung bauen und den Aussetzer auch. Und natürlich auch die Fütterungsstation. Für die Käferchen. Genau. Oh, da ist schon einer gestorben. Ich glaube, wir müssen uns mal ein bisschen beeilen. Hier sind auch Eier von den Käfern schon. Ich bin mal sehr gespannt. Wenn du Glas brauchst, zum Beispiel für Solarzellen, kannst du die Hintergründe von den Ach ja, stimmt, das war ja das Ding, genau. Man kann hier diese... Das ist ja auch Glas. Das kann man abreißen und kann das selber verbauen dann. Das ist ein guter Hinweis tatsächlich. Aber wir sollten vorher sicherstellen, dass die Solarpaneele auch nicht kaputt gehen können. Das wäre mal mega wichtig. So, nice. Da haben wir wieder Freuzeug. Freuzeug. So, mal beschleunigen hier. Wenn die Freuzeug haben. Genau, und ich habe hier oben, oder da habe ich noch nicht, aber bin ich gerade am Bauen, eine weitere Sauerstoffstation, weil wir haben nämlich hier das Problem, dass tatsächlich der Sauerstoff bald nicht mehr so richtig ausreicht. Da wir uns immer weiter nach oben graben, rutscht unser Gasniveau immer weiter nach oben. Also der Wasserstoff geht hier in die Leiter rein, in den Schacht. Und der Sauerstoff rutscht nach, halt, der füllt dann hier irgendwann den Raum aus und so. Und das Kohlendioxid steigt ja dann auch weiter nach oben wieder. Also das hebt sich ja dann alles an, beziehungsweise wird gestretched, wenn wir gleichzeitig auch noch weiter nach unten graben. Das heißt, das Gas, was produziert wird, reicht nicht mehr aus, um die Räume zu füllen und den Verbrauch zu decken von den Nasenlosen. Deswegen habe ich das hier mal oben jetzt noch gebaut. Und deswegen erhöhe ich da gleich auch mal die Prio, weil da sind sie nämlich wieder langsam, die kleinen Schweinchen. Hier, ihr müsst hier das machen jetzt. Prio 9. Wir brauchen Zeug. Genau. Schön bauen jetzt. Genau. Sehr nice. Queen of Heels ist am Start. Sauber. Und das Ding ist gleich... Jawohl, gleich voll machen. Genau, gleich voll machen. Hat er das Kabel auch bauen. Okay, dann reagier dich halt erstmal ab. Sehr schön. Kannst du auch machen. Genau. Bau Schleusentore bei den Wegen nach oben und unten. Das, ja, will ich vielleicht auch noch machen, ja. Generell wäre es vielleicht auch keine schlechte Idee, mal den Wasserstoff noch mehr zu nutzen, der da noch oben hängt. So, sehr schön. Hier sind sie jetzt auch dabei. Dann bauen wir doch hier schon mal den Aussetzer. Warte. Mich irritiert das nach wie vor immer noch, dass diese Aussetzer und die ganzen Tiersachen, dass die hier so bei der Nahrung mit dabei sind irgendwie. So, genau, das kommt dahin. Die Fütterstation kommt dahin und die Pflegestation, wenn wir denn überhaupt eine brauchen, die kommt dahin. So, und dann machen wir hier noch so eine Düngermittelstation. Und am besten mal auch... Das Ding können wir ja eigentlich auch mal woanders hinstellen. Das brauchen wir da ja eigentlich nicht unbedingt. Das würde ich vielleicht sogar mal eine Etage höher aufstellen. Vielleicht wirklich hier auch neben dem Drucker. Weil dann verteilt sich der Sauerstoff vielleicht besser. Oder vielleicht auch ein bisschen mehr so hier drüben noch. Da so vielleicht. Da ist auch gleich so ein Luftreiniger daneben. Dann können wir den hier nämlich abreißen. Den brauchen wir dann nämlich nicht unbedingt. Das wäre schon ganz schlau. Vielleicht dann da drüber lieber noch einen Luftreiniger in die Schlafstellen dann. Und dann können wir das hier unten nämlich komplett abreißen. Maximaler Gasdruck, genau. Da können wir eh gerade auch schon nichts mehr wirklich machen. Und dann, genau, wenn das oben ist mit dem Sauerstoff. Oben sind ja letztendlich auch die Wohnquartiere, da muss ja der Sauerstoff vor allem hin. Von daher wäre das schon eine gute Idee. Und dann können wir hier nämlich eine Düngerstation aufbauen. Und dann läuft das. Sehr schön. Genau, wie weit sind sie denn mit dem Hochbuddeln? Ja, da machen sie gerade nicht so wirklich weiter. Da sind sie gerade ein bisschen sehr beschäftigt hier bei den anderen Aufgaben. Was wir auch noch ausprobieren können, also was heißt ausprobieren, wir wissen ja schon, wie es funktioniert, den Teleporter. Wahrscheinlich wird es auf der anderen Seite wieder mindestens eine Kryokapsel geben, mit mindestens einem neuen Nasenlosen. Das müssen wir natürlich einpreisen hier, wenn es um Nahrung und Schlafstellen geht, ne? Spindly, also hier die Grubfruit Seeds haben wir leider nicht. Da müssen wir mal schauen, da müssen wir uns mal hier so reingraben in diese Taschen.
Wo haben wir denn welche? Hier hätten wir eine. Warte mal, da können wir uns mal reingraben. Dann kriegen wir auch ein bisschen Metall. Warte. Wo sind die denn so? Hier oben sind welche. Da sind welche. Da könnte man sich reingraben. So, was? Breathability. Ja, Breathability, bla bla. Bla 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 bla. So ist das halt. Und hier, genau, hier können wir uns auch reingraben. Guck mal, da sind ganz viele. Können wir auch direkt mal wegernten hier. Ja, müssen sie dann halt machen, ne? Entwurzeln. Da sind sogar schon Samen, die da rumliegen. Nice. Ja, das sollte eigentlich dann passen. Würde ich jetzt mal behaupten. Hast du noch genug Erde zum Forschen? Eine sehr gute Frage. Also Erde wird ja immer hier in den Misthaufen produziert. Ja, offensichtlich gerade nicht so viel, ne? Müssen wir mal schauen. Das ist aber jetzt auch erstmal semi-wichtig. Wir müssen erstmal so ein paar Sachen jetzt an den Start bringen hier, die uns das weitere Vorankommen ermöglichen. Das ist ganz wichtig. Irgendwie haben wir gerade wieder keinen, der eine richtig hohe Bauprio hat. Kann das sein? Die Bauprojekte schleifen so ein bisschen. Da müssen wir schon wieder mal gucken. Prioritäten. Wer macht denn Bauen? Hier. Jackie muss bauen, genau. Und weniger graben. Mehr bauen, weniger graben. Jackie war ja hier der Baumeister, genau. Bauen auf 6, graben auf 12. Sehr nice. Und Randombo? Randombo muss graben eigentlich. Der hat da die Aufgabe. Der muss das machen. Nee, nicht bauen. Was mache ich denn hier? Da. Das muss man erhöhen, genau. Dann kann er nämlich gleich mal hier die ganzen Grabungsaufträge machen. Genau, Jackie arbeitet jetzt hier. Sehr gut. Denn wenn dann nämlich der Randombo jetzt sich zu den Samen vorgräbt. Ja. Dann kriegen wir die nämlich auch schnell. Dann schauen wir doch mal. Ja, jetzt ist natürlich, jetzt wird die Fläche hier immer größer. Ich mach mal die Prio hier bei dem Sauerstoff-Dings mal hoch. Sonst, ja, Breathability ist bei 57%. Wir brauchen unbedingt hier das Ding jetzt wieder. Schnell machen. Ihr müsst es schnell machen. Ja, sehr gut. Sehr gut. Na, hat er das Kabel auch. Nee, das Kabel auch machen. Wir brauchen sauren Stoff. Und genau, ach ja, hier wollten wir ja die Schmelze, die Metallschmelze noch bauen, genau. Ich erinnere mich. Müssen wir auch mal machen. Am besten direkt hier nebenan. Da braucht man ja Kabel, genau, da stimmt, da braucht man Kabel, warte mal. Ja, ich erinnere mich, genau, da braucht man Kabel. Das Leiterkabel. Genau, das reicht doch jetzt, oder? Die Menge, die wir da haben. Ich behaupte das jetzt, dass das reicht. Und Leiterkabelbrücken haben wir auch. Jetzt muss ich nur schauen, wie wir da clevererweise rüberkommen. Am besten hier, guck mal, den Strang brauchen wir ja gar nicht mehr. Und jetzt immer schön triggern, indem ich das einzeln zerlege. Ganz wichtig. So. Genau, guck mal. Weg damit. Und dann können wir nämlich hier das starke Leiterkabel einfach durch den Boden durchlegen. Denn wir brauchen ja 1,2 Kilowatt... Für die Dings. Aber warte mal, wir können ja eigentlich da mal einen Trafo noch hinbauen, fällt mir mal so. Also so einen großen Trafo. Damit wir das dann... Der hat ja dann die richtige Kapazität. Dann wird das ein bisschen begrenzt. Und wenn dann die Anlage läuft, legt das hier nicht unsere ganzen Kabel lahm. Beziehungsweise überlastet die nicht. Da muss ich nochmal gucken, wo bauen wir das am besten. Vielleicht hier unten drunter mal noch so eine Ziegelreihe einziehen. Ah, nee, warte mal, hier wollte ich ja die Duschen hinbauen. Moment. Jetzt nicht durcheinander kommen hier. Wo bauen wir das am besten? Das darf ja auch nicht so im sichtbar sein für die Nasenlosen, weil sonst stresst das die ja wieder. Das finde ich ja nicht so geil, wenn so hässliche Sachen sichtbar sind. Oder vielleicht einfach erstmal das Kabel rüberziehen und dann hier noch ein Trafo bauen. Das würde gehen. Ja, wir ziehen erstmal das Kabel durch, genau. Erstmal das Kabel durchziehen. Mal gucken, wie weit ich überhaupt komme. Ja, doch. Man kommt schon recht weit. Nicht schlecht. Sehr nice. Links neben den Batterien. Ja, da will ich ja vielleicht noch mehr Batterien aufbauen. Für die Schnecken und den Strom, dass das gespeichert wird.
Das können wir hier zum großen zentralen Batterieraum ausbauen eigentlich. Ich hätte jetzt halt gedacht unter die Batterien. Aber ich habe ja vergessen, dass ich da ja meine Duschen noch aufbauen wollte. Hier, warte mal, da wollten wir doch Duschen hinmachen. Das können wir auch gleich mal machen eigentlich. Bevor ich es wieder vergesse. Hier, guck mal, ganz schön hoch der Raum. Machen wir mal gleich so... Machen wir gleich ein paar mehr, ne? So, warte mal, da brauchen wir ja dann... Genau, da müssen wir das hier mal durchziehen. So. Dann hier schön runter. Genau, und dann da rein. Und dann ziehen sie es nach oben. Ah, da kommen sie jetzt nicht ran, da. Verdammt. Verdammt! Müssen wir mal schauen, wie wir das wieder gelöst kriegen hier. Aber ich finde, also ich möchte an der Stelle mal eine Sache anmerken. Mein Leitungs- und Kabelmanagement, ja, das ist besser als beim ersten Mal. Weil, also ich sehe jetzt, wenn ich jetzt so mir die Kolonie angucke, sehe ich nur an ganz wenigen Stellen Leitungen und Kabel vorgucken. Hier haben wir eine zugegeben, ja. Die könnte man aber ganz easy auch noch zubauen. Dann haben wir hier mal ein paar Querleitungen, aber das ist jetzt nicht so schlimm eigentlich. Und ja, natürlich ist das hier jetzt eine schlechte Qualität vom Dings, ne? Aber man könnte ja da oben zum Beispiel schon mal die Zierleisten einsetzen zum Beispiel. So. Und auch hier können wir ja an sich auch Zierleisten davor setzen. Und dann da auch diesen Eckziegel da machen. Wenn sie denn da mal die Ecke hinbauen würden. Aber ich glaube, wir müssen erstmal hier nochmal abbrechen tatsächlich und da nochmal eine Leiter hinbauen. Ja, sonst können sie da oben die Leitungen gar nicht machen. Da können sie sich ja raufstellen und können das dann von da machen. Und von oben können sie auch ein bisschen was machen, aber hier können sie halt sonst nicht hin. Ohne eine Leiter. Genau. Breche die Duschen nochmal ab und baue noch ein paar Leitern. Ja, das habe ich auch gerade gedacht. Das war genau das, was ich mir auch gerade gedacht habe. Blaupausen. Ah, Dünger. Sehr. Oh, 3000 Kilogramm. Jawohl. Das kommt ja wie gerufen hier. Nicht schlecht. Wir haben noch keine Grub Seed. Irgendwie unsere Gräber sind gerade wieder mit anderen Dingen beschäftigt. Wenn ich mir das hier so angucke. Ja, aufräumen ist gerade auch eine ganz schöne Herausforderung, wie wir hier sehen können. Den Dünger sollte ich vielleicht auch mal woanders hin machen. Guck mal, den sollten wir mal vielleicht hier in den Schrank packen. Weil der liegt da oben immer noch rum in den Räumen. Und da soll er eigentlich gar nicht hin. Da wäre besser, wenn er hier unten ist bei den Anlagen. Genau, schön bauen, schön voll machen. Aber es geht schon wieder ganz gut voran, ja. Ich muss wirklich mal jetzt auch mal sagen... Ich bin sehr zufrieden, wie sich das hier so entwickelt in der Kolonie. So insgesamt. Ja. Weil das ist schon sehr toll. Weil das so ist. Weil es vorangeht. Nee, das ist wirklich geil, weil ich lerne jetzt, ich habe jetzt halt schon in dem Anfangsspielstand, wo man da angefangen hat, habe ich halt sehr viel gelernt schon. Und das kann ich jetzt halt in dem DLC mit diesen ganzen Neustarts jetzt auch ein bisschen besser noch anwenden. Also ich finde gerade so Sachen wie, dass man die Kabel halt versteckt und sowas, dass man das halt nicht alles so in die Räume reinzieht, dass man halt einfach schaut, dass man auf die Bedürfnisse der Nasenlosen noch ein bisschen mehr Rücksicht nimmt und so. Ist schon ganz nice. Weniger Rohr- bzw. Leitungsknoten. Genau, das ist ganz wichtig. Das habe ich am Anfang halt überhaupt nicht auf dem Zettel gehabt. Das muss man einfach wirklich mal sagen. Da wusste ich das einfach gar nicht, dass man da so hart drauf achten muss. Das war mir einfach nicht bewusst. Lass mal hier Fossilien gleich mal zu Kalk machen. Und Eierschalen auch gleich zu Kalk. Dann haben wir das dann schon, wenn wir dann die Stahlproduktion anwerfen wollen. Und Kobalt können wir auch nochmal 10 Einheiten nochmal verbessern, würde ich sagen. Genau, nice. So muss das sein, meine lieben Freunde. So ist das richtig. Genau, schön machen. Ah, da wird wieder Essen geliefert für die Schnecken. Die Schnecken verbrauchen natürlich auch Erz. Das müssen wir mal so ein bisschen auf dem Zettel behalten, definitiv. Körpertemperatur, oh. Hier haben wir schon ein Temperaturproblem jetzt. Warum ist denn das da so kalt? Das ist voll kalt da, guckt mal. Das checke ich jetzt aber nicht.
Warum haben wir da nur 10 Grad? Ach, scheiße, das ist das Wasser. Das Wasser hat nur 6 Grad, wenn es hier abgepumpt wird. Das wird nicht aufgeheizt. Ah, ja, stimmt, das ist ja im Schneebiom. Ich meine, gut, an sich ist das... Es wäre an sich kein Problem, wenn diese Pflanzen hier nicht Wärme brauchen würden. Ah, man. Oh. Schieße. Naja, gut. Aber es ist gerade so die Grenze, glaube ich. Müssen wir mal gucken. Breathability ist gerade wieder ein Problem. Ja gut, wenn hier oben sich der Sauerstoff verdichtet, dann sinkt er ja langsam nach unten. Auch da müssen wir ein bisschen mehr noch das einfach durchlaufen lassen. Ein bisschen mehr Geduld haben, glaube ich. Das geht schon. Deckenleisten haben sie jetzt gebaut. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Weil da in die Ecke können wir noch die eine Eckleiste dahin bauen. Ah ne, können wir nicht. Weil sie es noch nicht gebaut haben. Weil sie es noch nicht gebaut haben. Brauchen ganz schön lange, ey. Haben wir denn jetzt eigentlich schon Pflanzen? Ne, immer noch nicht. Was machen die denn den ganzen Tag? Immer hin und her rennen hier. Und immer schön auf die Maschine einprügeln, genau. Nicht schlecht. Kann man mal machen. Ja, oh, hier brauchen wir unbedingt noch die Reinigungs-, Sauerstoffreinigungsanlage hier. Das ist ein bisschen sehr krass. Man sieht es ohne am Anfang nicht an, wie komplex es eigentlich ist. Man denkt, oh, das ist niedlich gemacht. Und dann, genau, dieses und dann ist sehr wichtig. Der und dann Effekt ist bei Oni wirklich ganz unbarmherzig, weil meistens realisiert man dieses und dann nämlich zu spät. Und dann ist es zu spät. Das ging mir ja auch so ganz am Anfang, wo ich dann einfach random irgendwas gemacht habe, die Toiletten irgendwie dahingestellt und dann irgendwie das Essen direkt daneben und sowas und dann irgendwie die Kloake dann noch da direkt hin und sowas. Also ganz merkwürdig. Und dann realisierst du plötzlich, oh, wenn ich das so mache, sterben die ja. Hätte ich ja nicht gedacht. Wenn ich die Kloake neben das Essen hinstelle, dann sind die ja dann tot, die Leute. Hätte niemand ahnen können. Keiner hätte damit rechnen können, ja. Empfindlich sind sie alle. Empfindlich sind sie alle. Die Nasenlosen. Genau, hier oben kann ich ja den Trafo reinbauen. Fällt mir mal gerade so auf. Gib mich Trafo. Oh, der braucht 200. Ja gut, das haben wir ja. Ja, mach's mal so. Und dann mach mal das nochmal weg. Was? Breathability. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Genau, wenn wir nämlich irgendwann mal die Kabel hier durch starke Leiterkabel ersetzt haben, ja, dann lohnt er sich hier vor allem noch doppelt. Das kommt ja eh dann noch, dass wir das hier halt durch starke Leiterkabel noch ersetzen. Momentan reicht es aber erstmal so, wie wir es jetzt haben. Alter, das dauert echt mega lange. Alleine schon, wie lange sie wieder für die Duschen brauchen, um die zu bauen. Ja, man muss wirklich bei Oni ganz schön viel auf dem Zettel haben. Warum sind deine Räume manchmal 3 Blöcke hoch und andere 4 oder 5 Blöcke? Also das liegt daran, je nachdem, was das für ein Raum ist. Du hast halt bei den Schlafzimmern einen Bonus, wenn du da dann die geilen Betten reinstellst, dass das dann als großer Schlafraum zählt, wenn die 4 Einheiten hoch sind. Ja. Und dann ist das besser, als wenn das nur so eine Schlafbaracke dann ist. Also das kommt dann später nochmal zum Tragen. Deswegen habe ich hier die Höhe schon so gewählt. Bei der Dusche, die braucht ja alleine schon 4 Einheiten, um überhaupt gebaut zu werden. Und dann will ich ja oben auch noch die Verzierungen hin haben. Das heißt, da muss ich ja dann auch noch mal eins oben draufsetzen, weil sonst geht die ja da gar nicht mehr dahin. Und deswegen habe ich das so gemacht. Und manche Räume brauchen halt nicht so viel Platz, ja. Da ist es dann bei den Farmen zum Beispiel besser, wenn man ein bisschen weniger Platz nimmt, weil desto mehr Farmen kann man ja dann übereinander stapeln. So, die Pflanzen sind ja nur 2 Einheiten hoch. Man muss halt schauen, was ist für ein Raum und wie will man den nutzen und welche Höhe macht Sinn halt. Und manche Räume haben ja auch eine Maximalgröße, sonst werden sie ja gar nicht mehr als Raum erkannt. Schalte den Wasserstoffgenerator ab, der verbraucht nur das Gas. Und wenn du es brauchst, ich brauche das Gas nicht, das soll ja daraus, aus dem Raum. Das ist ja das, die Pupse von den Schnecken quasi, die pupsen Wasserstoff. Und das wollen wir nicht, ja. Und deswegen
haben wir das jetzt so gemacht. Okay, jetzt haben wir hier das schon mal ein bisschen ausgestaltet. Sehr schön. Da kommen sie jetzt auch nach oben und können das bauen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Hihi. Ah, Sauerstoff. Ach ja, apropos, genau. Wir brauchen hier noch gasdurchlässige Ziegel. Warte mal, der Ziegel, der muss gasdurchlässig sein. Fällt mir mal so auf. Sonst kriegen die ja da gar keinen Sauerstoff rein. Obwohl doch, die Tür würde noch. Aber hier unten, warte, hahaha. Hier müssen wir auch noch luftdurchlässige Ziegel machen. Sonst kann das CO2 hier nicht nach unten. Unten müsstest du noch direkt Eisen finden. Kannst du dir das Steinbrechen sparen? Ja, das ist richtig. Eisen. Naja, wir haben bisher halt diese Suchose hier unten gefunden. Aber Eisen habe ich bisher, ehrlich gesagt, hier auf dem Planeten noch gar nicht gefunden, muss ich ganz ehrlich sagen. Schwefel ist hier. Das brauchen wir ja für die Pflanzen dann, also für die Grubfruit. Das haben sie jetzt. Ich mache jetzt schon mal hier für den Grub. Ah, der braucht auch Schwefel, genau. Grub. Ich weiß nicht, Grub, Wurmling. Ja gut, der braucht ja eh auch dasselbe. Azurkäfer ist aber was anderes, oder? Das ist hier schon... Nee, Moment mal, das ist gar nicht Grub. Das ist Sweetle, stimmt. Ich brauche Sweetle-Dings. Wo ist denn der Sweetle? Da ist das Sweetle. Sweetle-Lava und Sweetle. Wir machen erstmal nur Sweetle. Das ist aber auch Schwefel, oder? Ja, es ist Schwefel. Ist egal. Ist für alle. Ist die Nahrung für alle Käfer. Sehr nice. Mann, wieso braucht ihr hier so lange für die Sachen? Ich muss mal die Prio hochmachen hier. Aber, ja gut, Jackie ist der Einzige, der baut gerade. Gefühlt. Er hat irgendwie alles zu tun gerade. Er muss alles machen. Alle Wände, alle Türen. Alle Kabel. Das war wohl nicht genug Erde, Brina. Brina, nee, jetzt ist ja Luna Meo. Brina, warum geht es nicht? Haben wir ja gar nicht mehr, oder? Ich glaube nicht. Doch, Brina, warum geht es nicht? Ah ja, stimmt, sie war ja Farmer, genau. Sie macht ja die Tierpflege, stimmt. Die müssen sich echt ganz schön hier ranhalten mit den ganzen Bauaufträgen, die wir jetzt hier schon wieder haben. Also ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob hier unten noch irgendwo Eisen ist auf diesem Planeten, auf diesem Himmelskörper. Also auf jeden Fall Kupfer finden wir hier ganz viel. Und hier ist schon irgendwie Obsidian. Ist halt die Frage, ob da unten noch irgendwo Lava kommt oder so. Wir können ja mal hier die Leiter, oder warte, das war schon richtig, mach mal die Leiter dahin. Aber dann vielleicht eher so hier lang graben, wenn wir weiter nach unten wollen, damit hier die Fische nicht sterben. Können wir ja mal... Ja, hier so machen. Dann können wir den Sweetle auch so ein bisschen mal uns holen noch. Da brauchen wir jetzt ja auch einige von. Wenn sie doch das nur mal weitermachen würden hier. Wir sind da ja gerade etwas langsam. Die lieben Nasenlosen. Ja, aber so Verzierungen brauchen halt ihre Zeit, ja? Bis die fertig sind und bringt nicht mal wirklich viel. Ja, Mann, wir brauchen wieder Goldstatuen, ganz dringend. Aber mal gucken, ob wir hier überhaupt so einen Vulkan finden. Jetzt macht mal hier da den Ziegel da in die Ecke jetzt hier. Kann ja wohl nicht sein. Unerreichbare Baustelle. Okay, da brauchen wir wohl wieder eine Leiter. Oh ne, warte mal, ich kann doch... Geht das nicht auch so? Müsste eigentlich so gehen. Ah, mal gucken. Wie sieht es denn mit der Breathability aus? Ah, besser geworden. Guckt mal. Hier ist noch ein bisschen mager. Hier hat sich halt ordentlich verschmutzter Sauerstoff angesammelt. Und da ist immer noch kein Kabel gebaut. Alter, wie lange die brauchen, ey. Prio hoch. Zack, zack. Brauchen den Reiniger. Wir brauchen sauberen Sauerstoff hier. Aber Stress ist immer noch ganz gut im Griff. Stell noch einen ein. Nee, dann haben wir, wenn wir jetzt dann durch den Teleporter gehen, zu viele Leute. Das geht nicht. Ich kann nicht jetzt noch einen einstellen. Ich habe zwar noch ein freies Bett, aber Nahrung müssen wir ein bisschen im Auge behalten. Denn wenn das dann nämlich zu viele sind, dann geht die Nahrung ganz schnell gegen Süden und dann haben wir nicht mehr, dann sterben die alle. Weil sie verhungern, wenn sie kein Essen mehr haben. Ist jetzt hier im Schneebiom, ist es irgendwie so eine andere Lichtstimmung jetzt. Guck mal, wenn der hier, der Jackie, wenn der im Schneebiom ist, sieht das so blass aus. Weil es da so kalt ist. Voll krass. Ja genau, die Sohle wollen wir ja als Kühlflüssigkeit dann benutzen. Ah, da haben wir wieder was bekommen. Was kriegen wir?
Kohle oder Waffeln? Ich würde eher sagen Waffeln. Weil dann haben wir wieder ein bisschen einen Nahrungspuffer, falls es mal eng wird. Ist vielleicht am Anfang jetzt ganz gut, dass wir Hungersnöte jetzt vermeiden. Und da wird es gleich reintransportiert in den... In den Dings, sehr gut. Sterile Atmosphäre, genau, das ist nämlich ganz wichtig. Dass das steril gelagert wird, schön im Kohlendioxid hier unten. Oder ein Goldasteroid. Wir können ja mal noch durch den... Wir können ja mal einen noch durchschicken gleich. Wenn wir mal irgendwie mit den Bauaufträgen fertig sind, mit dem ganzen Ausbau, können wir ja mal einen durchschicken. Und jetzt haben wir schon wieder Freizeit. Ich mache jetzt hier mal bei den Anlagen hier mal jetzt mal die Prio hoch, damit wenigstens der Raum hier unten mal fertig wird. Das wäre mal ganz nice. Und dann graben wir uns mal zu den Sweeteln durch hier. Ich will jetzt diese Sweetel bekommen. Ich will das jetzt endlich mal machen. Ich will die jetzt endlich kriegen. Schnapp sie dir alle. Zeig ihnen, dass du es kannst. Vielleicht noch die Wände zum Eisbiom hin abisolieren. Es wird ja schon etwas kalt. Ja, an sich keine so schlechte Idee eigentlich. Ja, das stimmt. Hier, Isoziegel, genau. Granit, genau. Machen wir das mal so. So. Und vielleicht hier auch gleich noch einen Block nach oben bauen, damit da kein Wasser einströmen kann. Und dann vielleicht das so machen. So. Und hier können wir ja durchziehen eigentlich bis ganz nach unten. Und dann können wir das Becken hier, das Schmutzwasserbecken auch noch ein bisschen vergrößern. Wenn wir das dann hier dazwischen wegmachen. Wow, da kommt... Hier oben schmilzt nämlich das Eis. Da ist es auch ganz gut, wenn wir hier noch ein bisschen... noch eine Mauer drin haben irgendwie. Nicht schlecht. Ja, das machen sie jetzt natürlich hier wieder. Kümmern sich um die anderen... Ah! Moment, was? Außerhalb von Stall. Hä? Ach so. Kann das sein, dass ein Raum nicht gleichzeitig... hier Gewächshaus und Stall sein kann? Außerhalb vom Gewächshaus. Ja, ich glaube, da müssen wir uns entscheiden. Na gut, da müssten wir eher den Stall nehmen, weil die Tiere sollen ja eigentlich eher gedeihen und nicht die... Also die Pflanzen auch, aber ja. So, warte mal, da machen wir gleich hier Aussetzungsaktion Sweetel und Sweetel Lava. Und dann machen wir hier Prio bei Durchgraben. Dann holen wir uns mal hier die Sweetel. Da ist er. Der Randombo. Nice. Und wir sind durchgebrochen. Dann gleich einfangen. 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 Holt euch die Sweetel. Schnappt sie euch alle. Zeigt ihnen, dass ihr es könnt. Oh, die Sweetel, die machen sich schon hier auf dem Weg. Ey, was fresst ihr da? Die haben Schwefel gefressen. Sie haben Frevel geschwessen. Hört auf, meinen Schwefel zu essen. Ihr habt noch keine Erlaubnis, Schwefel zu essen. Prina, warum geht es nicht? Ja, wir haben Sweetel, meine lieben Freunde. Sweetel. Alle einfangen. Schnappt sie euch. Das ist der ganze Plan. Schnappt sie euch. Kommen die Fische noch an ihr Futter? Ich glaube ja. Oh nee, ich glaube nicht. Obwohl doch ganz knapp müssten sie noch rankommen. Wir müssen mal noch ein bisschen mehr Schmutzwasser da unten einfüllen. Mal schauen, wann wir das mal machen. Ja, jetzt hoffe ich mal. Können wir da Prios vergeben? Nee. Achso, ich muss beim Aussetzer muss ich Prio hochmachen, ne? Sonst sammeln sie die nicht ein, genau. Prina, warum geht es nicht? Hat jetzt den ersten Zwiebel eingesammelt. Hoffentlich kommt er noch an vorm Feierabend, sonst lässt sie den nämlich wieder hier unten in den Schacht fallen. Und dann ist er, dann landet er im Wasser und stirbt, glaube ich. Genau, schön den Zwiebel rausmachen. Jawohl, da haben wir den ersten Zwiebel im Stall. Und jetzt wäre es noch geil, wenn wir noch eine Grapefruit bekommen würden. Aber irgendwie ja noch nicht so. Warte mal, Prio. Mach mal hier Prio und dann erntet das hier mal. Mal gucken, ob wir noch die Früchte... Jawohl! Sauber, guckt mal. Da ist schon der zweite Sweetel drin. Wir haben schon zwei Sweetel, meine lieben Freunde.
Das ist ja sehr sweet. Das steht auf meinem Rücken. Oh nein, jetzt bloß nicht damit anfangen. Dann hören wir nie wieder auf. So, warte, hier jetzt noch das einsetzen. Genau. Und jetzt können wir dann, wenn das gebaut ist, können wir die Leitern hier dann schon abnehmen. Ah, jetzt haben wir den dritten Sweetel. Wir haben drei Sweetel. Sweetel Juice. Jetzt müssen wir nur noch die Pflanzen da einpflanzen. Dann bin ich mal gespannt. Dann haben wir eine neue Nahrungsquelle. Sauber, meine lieben Freunde. Und an der Stelle ist diese Folge Oxygen Not Included auch wieder zu Ende. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut auch gerne mal in die anderen Videos rein, die an dieser Stelle verlinkt sind. Oder abonniert gerne meinen Kanal und aktiviert die Benachrichtigungen, damit ihr kein Video mehr verpasst. Denn es kommen täglich Videos nicht nur zu diesem Let's Play, sondern auch zu anderen Projekten. Und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video. Bis dann, ciao, ciao.